Nachdem die Assassinen die Templer in London besiegt hatten, genoss die Stadt 20 Jahre lang einen gewissen Frieden. Bis zum Herbst des Schreckens. 1888 wird London in Angst und Schrecken versetzt durch eine Reihe von grausamen und nicht aufklärbaren Morden. Die Bordelle von Whitechapel wirken warm und sicher im Vergleich zu den dunklen Straßen, in denen Prostituierte ermordet und auf groteske Weise der Welt zur Schau gestellt werden. Jacob Fry jagt den schwer zu fassenden Mörder, um dem Schrecken von Jack the Ripper ein Ende zu setzen. Beeilen Sie sich, Mr. Finch. Das ist die Story unseres Lebens. Mr. Weaversbrook, ich weiß, Sie haben noch mehr Briefe vom Ripper. Sie sollten sich doch von mir fernhalten. Sie dürfen sie nicht veröffentlichen. Sie haben einen unbekannten Schurken in eine Legende verwandelt. Das ist genau, was er will. Jacob! Endlich habe ich dich gefunden. Es geht um den Ripper. Er hat es wieder getan. Katie? Oh, bitte nicht. Nein, das darf er nicht. Lizzie? Nicht beide. In derselben Nacht. Nelly, denke an meine Worte. Jetzt geh. Wie viele Assassinen müssen noch sterben, bevor du die Wahrheit sehen wirst? Nur noch einer, Jack. Du hättest glauben sollen, Jacob. Und jetzt werde ich dich jagen. Ich weiß, dass du hier bist, Jack. Hat der Meister des Schreckens etwa Angst, dich zu zeigen? Ich bin dein Schatten, Jacob. Ich werde jede von ihnen ausweiden, wenn das der schnellste Weg zu dir ist. Ich muss nur deinem Geruch folgen, dem Geruch eines verwundeten Tieres. Du kannst dich nirgendwo vor mir verstecken.
einem Mörder verfolgt wird. Willst du mich, Jack? Dann komm und hol mich! Das ist nicht unser Weg. Das ist mein Credo. Kommst du nicht? Zurück in dein Loch, kleine Maus. Wo willst du denn hin, Jacob? Jack, du bist krank. Die Ironie nicht, Bruder? Jack! Nur du weißt, wer der Ripper ist. Aber du kannst es niemandem sagen, weil es dich und die Assassinen zerstören würde. Nein, 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 nein! Jack! Wir können dich heilen. Mich heilen? Ich bin die Heilung! Ja.
Miss Fry. Inspektor Eberlein. Warum genau haben Sie mich herbringen lassen? Seit Monaten jagen meine Männer und ich den Ripper rund um die Uhr und wir haben nichts vorzuweisen. Jedenfalls nichts für die Öffentlichkeit. Was hat der Ripper mit mir zu tun? Mein Bruder hat mich aus Indien hergerufen. Kann das nicht warten? Soweit ich weiß, sind Sie vielleicht die letzte Assassinin Londons. Wie meinen Sie das? Wo ist Jacob? Wenn ich das wüsste. Ihr Bruder ist unauffindbar, während ein ungreifbarer Schatten die fürchterlichsten Verbrechen begeht, die diese Stadt je gesehen hat. Und Sie glauben, das ist kein Zufall? Der Mörder ist wählerisch und leidenschaftslos und hat bisher nicht eine einzige Spur hinterlassen. Ein solches Talent für das Töten, ohne entdeckt zu werden, habe ich nur einmal erlebt. Bei meiner Arbeit mit Ihnen beiden. Und deshalb hat Jacob Sie gerufen, bevor er verschwand. Sie meinen, er ist tot? Das würde ich nicht wagen. Doch wenn dem so ist, sind Sie die einzige Person, die den Ripper stoppen kann. Kommen Sie.